Ja, hey, willkommen, mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. In der letzten Folge haben wir es bis zum Boss von Zora geschafft und wir sind auch mit Rico kurz davor. Ne, wir haben es schon bis zum Boss geschafft. Wir wurden ja im Kampf irgendwie mitten abgebrochen, mittendrin. Jetzt mit Rico stehen wir auch kurz vor dem Bosskampf. Und ja, sind so gut wohl fertig mit dieser Welt. Quasimodo, where did the creature go? It's up there. Right. Dann gehe ich jetzt auch da oben hin. Wait, I'll go with you. Thanks, but stay with her. Quasimodo, did your heart have the answer? So, das Viech, an das erinnere ich mich noch sehr gut. Meine, der Kampf ist sehr viel schwieriger als der Kampf mit Zora. Well, I guess you three got this covered. It was a walk in the park. How would you know? You don't have any legs. Yeah, but... Oh, give me a break. It's just a figure of speech. Both of you pipe down and get ready, because here comes some old. Yeehaw! It's up there. Yeah. Jetzt machen wir es platt. Ah. Na warte, jetzt kriegen wir sowas von auf der Fresse, habe ich so ein Gefühl. Yes, let it burn. The flames will consume everything. You see? This is the power that has been granted to me. I see a sad old man with a dark heart. Again, you are wrong. Now you will be judged, just like the rest. Judgment is mine. Oh, man. You're Ansem. Oh, hi. Why are you here? Your best friend is never far. So sad. The cost of yielding to the darkness. You could write a book about that. But I embrace the darkness. And unless you hurry up and learn to do the same, your story will end just like his. I walk the road to dawn. Still afraid of the dark, I see. Wait! He thinks I'm afraid of the dark? No. Not while I have the Keyblade. It will guide me to the light. Warum sieht das Schlüsselschwert so badass aus? Ich verstehe es nicht. Sehe einen Kriegsspeier, springe von der Kathedrale und reite. Was? Ja klar, warum hat das Frollo nicht gemacht? Hätte er vielleicht machen sollen. Nicht so verrecken. Ja, wir fliegen übrigens, ne? Meine Traumfresser können nicht steigen. Ne? Aber ja. Hi. Uff. Ja. So wenig Schaden, wie ich den mache, ne?
aber macht eigentlich Sinn, ne? Wurf. Komm, ich tue eine Flügel ausreißen. Fange ich wieder mit denen angefangen, ey. Ja. Würde mich vielleicht heilen, das wäre vielleicht eine Idee. Na, er macht irgendwie voll einen starken Angriff. Und ich bin weg. Ich bin nicht so sicher auf den Flammen. Ja, nicht schön, nicht schön. Ist das? Woher konntest du abwehren, oder? Nein, was machst du? Au. Alter, warum tue ich mich jetzt hier so anstellen? Habe ich noch so gut wie erledigt. Meine Traumfänger haben nichts machen. Jetzt greifen sie mal an. Gott. Aber ja. Aber kann ich abwehren? Schön zu wissen. Nein, tut meine Abwehr nicht so lange halten. Wie im Birth by Sleep. Ich werde aufhören, so viele Vergleiche anzustellen. Was mein Tod bedeuten könnte wahrscheinlich. Komm her. Und zack. Sehr gut. Sturzboni ausgezeichnet. Okay. Der Kampf war ein bisschen heftig, aber jetzt nicht unmöglich. Offensichtlich. Jetzt ansehen. Kingdom Hearts. Ach, da kann man sich durchlesen. Ja, da brauchen wir nicht. Ja, gesamte Spiel, Let's Play it. Also, ja. Muss man jetzt nicht unbedingt nochmal alles sehen. Ihr könnt ja auf meinen... Ihr könnt ja bei meinem Let's Play vorbeischauen, wenn ihr unbedingt wissen wollt, was in Kingdom Hearts passiert ist. Fremdwerbung. Master Frollo, he made me live inside the bell tower, but the real walls were the ones I built around my heart. You helped me see that, Riku. Ist das nicht Aquas Thema? I was speaking from personal experience. I'd say you still keep a lot locked inside. We all do that sometimes. There are just some things we need to keep separate from the world at large. At least until we have time to figure them out. I know the road my heart walks. Der Dämmerung. Und Schutzglocke. Okay. Mein Gott, die Welten dauern sehr viel länger, als ich jetzt gewohnt bin. Okay, damit haben wir mit Riku die Welt abgeschlossen. Und das erste, was wir jetzt mal machen, ist hier das Schlüsselschwert angucken. Ich bezweifle, dass es besser ist. Es ist sogar besser. Was? Sehr geil. Gut. Vielleicht noch einen Fertigkeitslink hier bekommen.
Machen wir am Ende. Machen wir erstmal mit Zora hier weiter. Ja, kann ich Sturz machen. Ja. Oder schaffen wir schon. Ja, wo sind wir denn nochmal mit Zora stehen geblieben? Ach ja, ein Bosskampf. Sehr nice. Hi. Und der hat einen Balken mehr, hab ich so gedacht. Da tut er wie so ein tollpatschiger Ochse ja die ganze Zeit umfallen. Ich meine, du bist mal länger am Boden liegen geblieben. Hast du noch nie auf Profi gespielt? Doch. Aua. Mein Gott, bist du tollpatschig, ey. Jetzt war hier Unbesiegbarkeit aus. Ja, ich bin unbesiegbar jetzt in diesem Angriff. Was jetzt? Wo ist gerade mal eine riesigere Fläche, wo wir hier kämpfen? Können sehr viel entspannter hier den Kampf kümmern. Wart. Auf damit. Geh weg. Boah, dann werde ich mich nie gewöhnen, habe ich das Gefühl. Oh Gott. Mein Gott. Ich darf mich echt nicht von verdammt nochmal Vita hier abbrechen lassen. Na, es dauert der Kampf ja doch noch länger als ich gedacht habe. Oh, ja. Ja, du kannst mir keinen Schaden machen. Verdammt. Ich treffe ihn nicht. Ja, geil. Aber so gut wie gar keinen Schaden gemacht. Nein, aber nicht, dass der so schnell mal aufgestanden ist früher. Also lass mir mal eine Sekunde ja Pause auch, ne, wenn du angreifst. Ah. Betroffen, okay. Ist das? Aha. Dieser Angriff, ne? Oh, du bist aber jetzt gleich down. Oh Mist, das sieht bestimmt nicht viel ab, ne? Komm. Doof. Ja, nicht so viel, wie ich eigentlich haben wollte. Ja, komm, fall wieder hin. Hm. Warum muss ich gegen so einen Treffer schicken? Er ist die Treppe runtergefallen, ey. Er ist natürlich so tollpatschig, ne? Warum kämpft überhaupt gegen das Viech? Nein, hör auf damit. Oh, nee. Nee. Nehmen wir bloß weg damit. Ich bin dem auch nicht mehr sicher. Schmeckt Ballons. So. Meine Güte, er war schon wieder unnötig knapp. Ei, ei, ei. So. Ah, ich wurde nur getroffen. Mein Controller hat vibriert.
I should have known you'd risk your life to save that gypsy witch. Just as your own mother died in her pitiful attempt to save you. What? Now, I'm going to do what I should have done 20 years ago. Hold on! Hold on! And he shall smite the wicked and plunge them into the fiery pit forever! Oh God. Das war ein krasser Tod. Ja, quasi Modo schippt Esmeralda und Phoebus. Ach ja, uns gibt es ja auch noch. Wo sind wir eigentlich? Oder auch nicht. Hallo Sora, wo bist du? Quasimodo. You can't let your heart be... I know. I can't blame Frollo for putting walls around me. It wasn't the walls that were holding me back. But my heart is free now. I'm ready to really see what's out there. All that time, Quasimodo let himself be trapped inside the nightmares Frollo gave him. Hypocrite. You are the one who has made your heart a prison. You again? What are you talking about? Even if you are not the prisoner. Huh? Das war merkwürdig. Jetzt haut er einfach ab. Ich habe so das Gefühl, das war eine Anspielung an Ventus. So im Sinne, hat Ventus in Soras Herz irgendwie gefangen ist. My heart's a prison? Birth by Sleep. Ja, ansehen. Bin ich noch aktiv gerade am Zocken. Ja, 10 Jahre vor Kingdom Hearts sind da so 3 Typen durch die Gegend geflogen. Also ein Mädchen und 2 Jungs. Wir haben Sora und Rigo getroffen. Dann haben sie gegen Xehanort gekämpft. Einer war am Schlafen, einer in Dunkelheit gefangen und einer ist eine neue Hülle. Ja. Kann man auch an meinen Kanal nachgucken. Wenn ihr unbedingt wissen wollt, was da passiert ist. Axel, you haven't forgotten. Hm? What? You made us a promise. I did? That you'd always be there. To bring us back. Yeah. Got it memorized? Best friends forever. Oh. Oh.
where? What happened to me? Roxas. That's me. Dylan. Alias. Evan. Yenzo. But only the ones who joined the organization here. I guess Xehanort doesn't count. But where are Brake and... Aiza? Oh, 358, zwei Tage. Ja, das ist ein Spiel, das wir noch nicht Let's Played haben. Also im einfachen Grund, weil ich das Spiel nicht Let's Playen kann. Emulator, okay, ich könnte jetzt vielleicht Emulator-mäßig und so, aber ja, könnte ich das alles hier durchlesen, wenn ihr wollt, aber das ist mehr oder weniger die Vorgeschichte von Kingdom Hearts 2, wo es um das 14. Mitglied Shion geht und die Hintergrundgeschichte von Roxas. Kann man alles nachgucken. Ich werde jetzt nicht extra erklären, tut mir leid, weil das wäre einfach zu lange. So, außerdem tut mich meine Erinnerung da so ein bisschen trüben. Ich hätte jetzt auch alles vorlesen können, aber nee. So, ja, warum ist denn dann, muss ich ja echt mit jenen hier runterscrollen oder was? Das, also boah. So, jetzt aber, ne? So. Gut. Was ich aber immer komisch fand. What? Also. Ja, da kann man die ganzen Kostüme ja wechseln. Wo? Achso, wahrscheinlich so diese Gargoyle-Viecher. Ah, Flügel einmal auch nicht. Ja, was ich irgendwie komisch fand an der Szene mit Axel gerade. Warum der da später gemerkt hat, dass die wieder Menschen waren. Warum hat er die dann vorher schon mit ihren menschlichen Namen hier angesprochen? Eine kleine Lücke, so, so, ich kann nichts Neues herstellen, ehrlich. Gut, gibt's du jetzt nicht. So, bei dir geht es zum Glück immer nur einen Schritt, den ich machen kann. So, Stufe 20. So, Feuer habe ich schon, nur Link. Was ist das hier? Charmeur. Okay. Ist das jetzt eine dauerhafte Fähigkeit? Einfach Spaß, wenn ich jetzt so ein paar Sachen leveln. Ich werde wahrscheinlich wieder vollkommen andere Geister in mein Team nehmen nächstes Mal. Oder kann ich auch direkt jetzt machen. So, Sora. Du nimmst den Panda Man und die Blumen. Warum ist denn die? Ah. Und Plauzi. Snarf. So, du nimmst die in der Truppe, okay. Und noch einen neuen Geist für Rico. Ja, die haben natürlich noch nichts. Immunität. Den will ich haben. Ja, die Viecher sind jetzt nicht mehr meine Links. Naja, aber ich habe Charmeur, gut. Was? Warte mal. Warte, was? Oder gar nicht mehr diese eine Viech drin.
Aber trotzdem, diese Dinger scheinen auf ewig zu bleiben, oder wie? Weil nur die Unterstützungsdinger hier anbleiben. Ich verstehe es nicht. Okay, keine Ahnung. War ein bisschen doof, dass ich keine Geister herstellen kann, keine neuen. Ja, mal schauen. Meine ganzen APs Boost sind jetzt natürlich weg, ne? Jeder vollkommen neue Geister drin ab. Aber ich habe schon Mörder erobert, ne? Gut, dann würde ich sagen, kann ich auch mit ihm? Nein, mit ihm kann ich nicht. Ja, ja, ein bisschen kurzer Part, aber was soll's. Würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge das Raster oder der Raster. 14, okay. Gut, in der nächsten Folge machen wir dann der Raster. Und wie sagen, ich bin Part hier. Und wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ja beim nächsten Mal wieder vorbeischauen. Ich bedanke mich ebenfalls alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.